In diesem Video darf ich euch die Schönheit hier vorstellen, die neue Hasselblad X2D. Lange hat sie der Gerüchteküche rumoret. Man hat gehört, dass Hasselblad an einem Nachfolger arbeitet von der X1D Mark II. Jetzt haben wir sie endlich da. Die neue X2D ist ein bisschen länger gegangen, als man sich vielleicht erhofft hat oder dass es zuerst den Anschein gemacht hat, wenn man so ein bisschen die Gerüchte verfolgt hat. Hasselblad hat sich ein bisschen mehr Zeit gelassen, finden aber, sie haben einen hervorragenden Job gemacht. Das Erste, was ich nämlich gedacht habe, als ich die Kamera gesehen habe und habe in die Hand nehmen, ist einfach nur wow gewesen. Es ist unglaublich schön. Das war die Vorgängerin auch schon. Ich finde aber, man hat hier nochmal einen Fortschritt gemacht, was das Design betrifft. Und wir gehen doch gerade mal schnell ein bisschen in die nähere Ansicht und schauen uns an, wie die Kamera aussieht. Neu also in diesem matten, schwarzen Finish mit dem weißen Schriftzug. Ich nehme hier gerade schnell noch die Vorgängerin dazu, dass ihr hier nochmal seht, was sich verändert hat und dass man auch entsprechend auf die Veränderungen eingehen können. Das ist das, was wir in diesem Video machen werden. Wir vergleichen die beiden Kameras und was wir auch werden machen, wir werden schnell schauen, für wer sich die X2D dann eignen. Was einem eben auffällt, nebst dem schwarzen Look und dem Hasselblatt-Schriftzug, der hier jetzt ein bisschen mehr rauspoppt, ist natürlich der obere Bereich. Wenn ich die Kamera hier einschalte, sieht man, wir haben jetzt oben ein Display, wo man die wichtigsten Parameter kann ablesen kann. Bei der Vorgängerin haben wir den Knopf gehabt, wo man hat können drehen und entsprechend auch hat können reinklicken zum Versorgen. Auf den hat man also verzichtet zugunsten zu einem Display, was ich sehr angenehm finde. Da kann man die wichtigsten Parameter entsprechend sehen und muss nicht immer hin aufs Display schauen oder das Menü aufrufen. Das macht sicher die Bedienung noch mal ein Stück weit einfacher. Was die X1D II hatte und die neue Kamera nicht mehr hat, das ist das kleine Symbol, das man jetzt hier wahrscheinlich nicht so ganz gut sieht. Das ist das Filmsymbol. Man kann also mit der X2D nicht mehr filmen. Hasselblad hat sich also bewusst dazu entschieden, die Kamera aufs Fotografieren zu beschränken. In meinen Augen eine gute Entscheidung. Ich bin nicht sicher, wie viele Leute das es gibt, die mit der X1D II wirklich gefilmt haben. Und da ist immer die Frage, macht man etwas so ganz witzig oder konzentriert man sich auf Kernkompetenzen, auf die Fotografie in dem Fall. Und ich glaube nicht, dass es Mengen Anwender von dieser Kamera gibt, die den Filmmodus entsprechend wird vermissen. Was man auf den ersten Blick vielleicht nicht sieht, aber was wir uns jetzt hier schnell anschauen können, wenn man sie hier von der Seite anschaut. Die Kamera ist ganz, ganz wenig dicker als die Vorgängerin ist. Das ist vor allem im IBIS zu verschulden, also im Bildstabilisator, wo wir jetzt bei der X2D im Gehäuse eingebaut haben. Der braucht ein bisschen Platz, wobei er unglaublich wenig Platz braucht. Das ist offenbar auch für Konstrukteure eine riesige Herausforderung gewesen, den Bildstabilisator in das munzige Gehäuse für ein Mittelformat reinzubringen. Es ist nicht gelungen, zugunsten von ganz, ganz wenig mehr Gehäusedicke. Aber auch hier, finde ich, ist das absolut vernachlässigbar. Und wenn man die Kamera in der Hand hat, merkt man eigentlich den Unterschied nicht, dass sie ein bisschen dicker geworden ist. Auch noch ein kleiner Grund vielleicht für ein bisschen mehr Dicke im Gehäuse ist, dass man jetzt das Display entsprechend kann gegen oben ausklappen. So haben wir nachher eigentlich ein bisschen das Schachtsucher-Feeling, das man von der analogen Hasselblad her kennt, was man von oben aus der Hüfte kann fotografieren quasi und auf ein Display kann runterschauen kann. Das ist sicher auch nochmal ein Vorteil. Vielleicht noch eine kleine Anmerkung. Man kann ihn nicht gegen runterklappen und auch nicht gegen rausschwenken. Das sollte man also nicht gewaltsam probieren, sondern einfach so rausziehen und von oben nachher drauf schauen. Wenn wir gerade hier am Seitenanblick sind, schauen wir uns hier gerade schnell die Anschlüsse an und die Speicherlösung. Auch hier hat sich etwas da, ganz klar USB-C-Anschluss, wie sich das heute gehört. Gleichzeitig aber auch hat sich bei den Speichern etwas da. Wir haben hier zwei SD-Karten, wo man entsprechend auch Backup-Möglichkeit hatte. Auf einen zweiten Kartenslot hat man hier verzichtet. Dafür haben wir eine CF-Express-Karte. Jetzt muss man aber keine Panik haben, was die Datensicherung anbelangt.
ZX2D hat nämlich intern 1 TB Speicher. 1 TB Speicher, das ist eine ganze Menge, selbst bei 100 Millionen Auflösung, die die Kamera bietet. Wenn ich hier die Kamera einschalte, sieht man nämlich gerade, was das Display anzeigt. Und zwar sind das bescheidene... Jetzt habe ich richtig gedrückt. 4746 Bilder, die man machen kann. Jetzt habe ich es zwar ein bisschen verspielt beim Einschalten, habe zweimal nicht richtig gedrückt gehabt. Was aber gerade auffällt, ist, wenn man sie eben einschaltet, und das war eigentlich ein ganz grosser Nachteil gewesen in meinen Augen bei der X1D II, und das weiss ich, das haben wir auch als Rückmeldung von euch bekommen, für Besitzer oder eben solche, die sich dagegen Kauf entschieden haben, vielleicht auch ein bisschen aus dem Argument. Ich mache schnell gleichzeitig einschalten, 1, 2, 3. Man sieht, bei der X1D II geht es eine gefühlte Ewigkeit, bis man loslegen kann mit Fotografieren. Und da bei der X2D geht das also zügig, wie man das eigentlich von einer modernen Kamera auch erwartet. Das ist sicher vor allem auch gerade so für Street-Fotografie ein Thema, für alle Bereiche, wo man eigentlich die Kamera schnell parat haben will. Das ist jetzt eben auch mit der X2D möglich. Wir haben ein paar Sachen jetzt schon angesprochen, die sicher deutliche Verbesserungen sind, was wir jetzt hier nicht gerade so direkt zeigen können und erst fangen vom Gefühl her ausprobiert haben, aber vom Gefühl her können bestätigen, der Autofokus ist massiv schneller geworden. Das ist sicher auch nochmal ein grosser Vorteil. Hasselblatt redet von etwa 3-mal schneller, gerade auch in Verbindung mit den neuen Linsen, die also auch schneller sind. Die neuen Linsen, die nächstens werden auf den Markt kommen, wir leider noch nicht live gesehen haben. Erst fangen in Bilder 38V, 55V, 90V. Da musste ich hier schnell spicken. Die sind also neu designt, passen sehr, sehr schön auch zu dem Design von der neuen X2D. Sie haben einen schnelleren Autofokusmotor drin und werden also in Kürze auch verfügbar sein. Also für alle, die sagen, im Autofokus wird es maximal rausholen und vielleicht schon bestehende Linsen haben, dort kann man sich allenfalls überlegen, ob man auch noch die ein oder andere von den neuen Linsen sich zu wird gönnen. Geschwindigkeit ist ein Thema, das vielleicht bei dem Mittelformat nicht das allergrößte ist, aber da sicher auch mit dem Autofokus ein Thema, das doch relevant kann sein, auch wenn man noch ein Porträt fotografiert, und da haben wir also deutlichen Fortschritt nochmal dürfen sehen. Einen Fortschritt haben wir auch bei der Akkuleistung. Wir können jetzt über 400 Bilder machen, wo wir vorher bei weniger als der Hälfte waren mit der X1D II, also auch dort eine deutliche Verbesserung im Vergleich zum Vorgänger. Der IBIS haben wir schon angesprochen, der macht sogar bis zu 7 Blendenstufen, die er ausgleichen kann. Also wenn das sich in der Praxis bestätigt, haben wir das eigentlich sogar noch eine Blendenstufe mehr, als das bei den Fuji-Mittelformatkameras in den meisten Fällen der Fall ist. Ja, das sind so ein bisschen die technischen Aspekte, und das ist sicher sehr, sehr schön zu sehen, dass da Hasselblatt die Hausaufgaben gemacht hat und entsprechend in die heutige Zeit aufschließt und entsprechende Kamera auf technisch neuestem Stand bietet. Zusammen mit einem Mittelformatsensor mit der unglaublichen Bildqualität, wo eben auch noch beweglich gelagert ist, also stabilisiert ist, ist das eine beeindruckende Kamera. Es ist aber nicht nur beeindruckend von den technischen Daten, wir haben es schon vorhin angesprochen, sie ist vor allem vom Design her unglaublich beeindruckend. Und wir haben die Kamera bei uns auch schon im Team ein bisschen umgegeben und alle haben eigentlich gerade gesagt, hey, ich will die Kameras, es fühlt sich einfach irgendwie gut an. Am lustigsten hat es eigentlich der Matthew formuliert, als er es in der Hand hatte und angeschaut hat, hat er gesagt, jetzt habe ich das gleiche Gefühl im Bauch, das ich meine Frau kennengelernt habe. Also, ich glaube nicht, dass dann das Video schaut, aber das müssen sie dann sonst daheim erklären. Aber es zeigt ein bisschen, was eine Kamera auch emotional auslösen kann. Meine Fotografie ist Emotionen. Und dementsprechend glaube ich auch, dass wenn man mit der Kamera fotografiert, die einem persönlich Emotionen auslöst, dass man auch anders fotografiert. Und zum Emotionen auslösen hat die Hasselblatt X2D definitiv das Potenzial. Und es ist schon beeindruckend, wie es Hasselblatt gelungen ist, auch hier in meinen Augen wieder Design-Ikonen zu schaffen, wie sie es auch schon beim V-System geschafft haben. Eine Kamera, die legendär ist, nicht zuletzt wegen dem Design. Gleich sieht es hier aus, Design kombiniert mit inneren Werten.
Man tut aber natürlich auch im Design ein paar Sachen opfern, sage ich jetzt mal. Was mir gerade auffällt, wenn ich sie in die Hand nehme, zum Beispiel der Joystick da, wäre jetzt vielleicht noch schön, wenn man jetzt wirklich eben würde schnell arbeiten. Aber es ist natürlich so, es ist keine Sportkamera, keine reine Actionkamera. Und ein Käufer, der sich für die Hasselblad X2D entscheidet, ist vielleicht eben nicht der gleiche Käufer wie allenfalls mit einer Fujifilm, liebäugelt mit einer GFX. Also da sprechen wir doch schon sehr schön zwei unterschiedliche Zielgruppen an mit dem Mittelformatsystem. Und das ist eigentlich in meinen Augen auch etwas, das gut aufgeht, dass man da für sich persönlich entscheiden kann, was einem das bessere Gefühl auslöst und wo man eher findet, mal doch mit dieser Kamera würde ich gerne unterwegs sein. Ich würde sehr gerne mit dieser Kamera unterwegs sein, habe aber auch noch eine Frau daheim, wo man das zuerst noch klären muss, weil günstig ist sie nicht. Also 8.995 Franken kostet das Gehäuse. Das ist nicht günstig, es ist aber auch nicht unglaublich teuer, wenn man sich überlegt, was man dafür bekommt. Eine Mittelformatkamera mit 100 Megapixel und IBIS. Bei Fuji haben wir einen etwas günstigeren Einstieg mit ähnlichen technischen Daten. Ist es einem das wert? Das muss jeder selber entscheiden. Ich bin überzeugt, dass die Kamera für diesen Markt grosse Käuferschaft und viele Fans wird finden. Weil halt eben ganz viele von diesen Punkten, die bei der X1D2 vielleicht noch so ein bisschen der ein oder andere davon abgehalten hat, zuzuschlagen, jetzt entsprechend behoben worden ist und man eine Kamera hat, wo man sagen kann, da kann man wirklich voll und ganz dahinter stehen. Für alle Kaufinteressenten und Kaufinteressentinnen, die Kamera ist ab sofort bei uns im Laden zum Ausprobieren verfügbar. Zum Kaufen wird sie das auch gleich sein. Die ersten Stücke sollen schon bald eintreffen. Wer sich also schnell entscheidet, kann schon ganz bald im Besitz sein von der neuen X2D. Wer vielleicht noch ein bisschen länger Zeit braucht und sich Ausgebungen möchte testen, in Kürze wird die Kamera auch bei uns im Rent verfügbar sein. Können wir noch nicht genau sagen, wie lange, vielleicht jetzt etwa 1 bis 2 Monate. Und dann kann man sie auch ein bisschen länger testen, ausprobieren, heimnehmen, mal im eigenen Einsatz auf Herz und Nieren testen. Für alle, die noch Fragen haben zu der Kamera, zu der neuen Linse, zu allem anderen, was Fotografie betrifft oder auch Videografie, jetzt nicht im Zusammenhang mit dieser Kamera, wir sind erreichbar auf allen digitalen Kanälen, telefonisch und natürlich sehr gerne auch bei uns in Bern, Lausanne oder Neuchâtel. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.